So, hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom EQ-Log und ihr seht schon, heute geht es mal wieder um Rescuezilla und der Ruhezustand verhindert das Klonen der Festplatte. Ich hatte nämlich eine Anfrage reinbekommen, der hat gemeint hier zu meinem Video, wo ich das alles im Detail hier beschrieben habe, wie man da die Festplatte klonen kann. Ja, funktioniert bei ihm nicht, weil seine Festplatte im Ruhezustand ist, beziehungsweise Windows wurde im Ruhezustand runtergefahren und ließ sich auch nicht mehr starten. Ja, normalerweise wäre die Lösung einfach Windows starten und dann nicht im Ruhezustand das Ding dann sozusagen bringen, sondern einfach neu starten, klicken und dann den Computer abschalten. Dann ist der Ruhezustand nämlich auch erstmal deaktiviert. Aber wenn Windows nicht mehr bootet, dann hat man natürlich ein kleines Problem und dann läuft man in diese Fehlermeldung jetzt hier hinein. Das schauen wir uns gleich an. Windows is hibernated, refused to mount operation, not permitted. Ja, und jetzt schauen wir uns an, was man da tun kann. Ihr seht, wie immer gibt es hier alles zum Nachlesen. Link packe ich wie immer unten in die Videobeschreibung mit rein. Ich gehe jetzt hier auch nicht auf alle Details von Rescuezilla ein, also über den USB-Stick erstellen und diese ganzen Späße, das machen wir in dem Video nicht. Da verweise ich dann einfach hier auf diesen Artikel und da gibt es dann auch ein Video dazu, wo wir das dann im Detail besprechen. Ja, wir wechseln jetzt erstmal rüber zu unserem Computer. Den habe ich jetzt hier angeschlossen über so einen Videograbber. Das ist jetzt hier der Computer und wir bringen das Ding jetzt einfach mal in den Ruhezustand. Das heißt, wir fahren ihn runter mit Ruhezustand. Normalerweise, wenn ihr das verhindern wollt, da startet einfach den Computer neu. Geht auf Neustarten, nicht auf Herunterfahren, weil beim Herunterfahren kann der Schnellstart da dazwischen funken und dann habt ihr das gleiche Problem. Neustarten und dann, wenn das BIOS erscheint, schaltet ihr den Computer einfach schnell aus, bevor Windows bootet und dann habt ihr den Ruhezustand im Prinzip auch deaktiviert und auch den Schnellstart. Aber wir machen jetzt hier mal den Ruhezustand, rufe ich jetzt hier mal auf und dann starten wir Rescuezilla, nicht Klonzilla. Gut, Rescuezilla ist gestartet und ich habe das Ganze jetzt vom USB-Stick gestartet, gebootet und wir wollen jetzt die interne Festplatte, die jetzt im Ruhezustand ist, klonen. Deswegen gehe ich jetzt hier mal auf Klonen, klicke hier auf Next und dann werden wir die Fehlermeldung uns mal anschauen bzw. provozieren. Wir wählen zuerst das Source Drive aus, also das Quelllaufwerk, klicken dann auf Weiter bzw. Next jetzt hier, dann das Ziellaufwerk, klicken nochmal auf Next und dann haben wir hier noch die Übersicht mit den Partitionen. Hier an der Stelle können wir uns gleich mal das hier merken, dass das Quelllaufwerk hier DevSDA ist. Das brauchen wir nämlich gleich. Klicke auf Next und nochmal auf Next, nochmal bestätigen. Und jetzt kommt eben diese Fehlermeldung, dass er die Partition da nicht öffnen kann, dass Windows hibernated ist, also im Ruhezustand ist. Und er sich weigert, das Ding zu mounten. Da ist ein bisschen zickig da, unser Klonzilla. Ich breche das jetzt hier mal ab. Ja, wir wollen das abbrechen. Okay, und dann machen wir das Ganze hier mal zu. Und dann öffnen wir ein Terminal. Da gehen wir hier auf das Startmenü, Accessories an. Okay, Terminal öffnen. Und jetzt müssen wir das Ganze jetzt hier von Hand manuell mal mounten, beziehungsweise mit dem entsprechenden Befehl den Ruhezustand entfernen. Gut, dann habe ich jetzt hier mal das Fenster daneben mal aufgemacht mit dem Artikel. Da können wir dann nämlich so ein bisschen spicken. Ich habe jetzt das Terminal geöffnet und wir geben erstmal lsblk ein. Das zeigt uns die angeschlossenen Festplatten intern wie extern an. Und hier finden wir dann auch sda, unsere Festplatte, die wir gerade ja im Prinzip gesehen haben. Und was wir jetzt als nächstes machen müssen, ist diesen Befehl hier ausführen. Mit dem können wir nämlich den Ruhezustand da entfernen, mit diesem Remove Hyperfile Parameter. Wir müssen das Ganze jetzt hier noch in einen Pfad mounten, im Prinzip. Den Pfad müssen wir jetzt auch erstmal anlegen. Und das machen wir dann mit dem Befehl mkdir mount. Da legen wir jetzt einfach hier ein Verzeichnis an, in dem wir dann unser Laufwerk mounten können. Da sehen wir es auch schon mit ls. Ja, und jetzt müssen wir den Befehl eingeben, sudo ntfs-3g. Ich habe das jetzt hier auf Englisch gestartet und da hat er mir jetzt dummerweise hier die englische Tastatur ausgewählt. Das heißt, jetzt muss ich erstmal hier suchen, wo denn da die entsprechenden Tasten sind, beziehungsweise die entsprechenden Zeichen auf welcher Taste. Also ntfs-3g minus o für Option und dann remove hyperfile. Das ist eben dann sozusagen, dass er beim Mounten den Ruhezustandsdatei dann hier entfernt. Jetzt brauchen wir hier unser Laufwerk. Das geben wir hier an mit devsda. Das haben wir ja vorhin da gesehen. Auch hier wieder der Spaß mit der englischen Tastatur. Also dev Schrägstrich
/SDA, gefolgt von einer Nummer. Und zwar, da brauchen wir jetzt hier unsere Windows-Partition. Wir scrollen mal kurz nach oben, da sehen wir es nämlich. Da sehen wir jetzt SDA3, hat 111 GB. Das ist jetzt hier unsere Windows-Partition. Da ist das Windows-System im Prinzip drauf. Also SDA3 geben wir ein. Und dann jetzt den Pfad, in dem wir das Ganze mounten wollen, Leerzeichen root, weil wir sind ja hier root-User auf dem System. Und dann eben unser Pfad, den wir jetzt gerade angelegt haben. Mit Enter bestätigen und dann können wir in den Pfad auch mal reinwechseln. Gehen dann hier mit ls, sehen wir dann da, ja, sieht man jetzt hier Programme, Windows, User etc. Das ist unser Windows-System, das haben wir jetzt gemountet. Wir tun es gleich wieder anmounten, weil wir wollen ja dann die Festplatte klonen. Das machen wir dann mit dem Befehl jetzt hier umount und dann den Pfad, in dem wir das Ganze gemountet haben. Unser Pfad ist hier /root/mount. So, geben wir das Ganze hier mal ein, mit Enter bestätigen. Und dann war es das hier auch schon. Dann können wir das Fenster hier mal zur Seite schieben und wir wechseln dann jetzt hier zurück zu RescueZilla, starten unseren Klonvorgang nochmal, gehen dann hier auf Klonen, klicken dann auf Next, jetzt die gleiche Vorgehensweise wie vorhin, das Quelllaufwerk auswählen, jetzt das Ziellaufwerk, Partitionen lassen wir es so, klicken auf Next, Zusammenfassung, nochmal Next und bestätigen. Und was wir jetzt eben sehen, ist, dass es jetzt eben weitergeht, dass die Fehlermeldung weg ist. Wir haben den Ruhezustand entfernt und jetzt kann er die Partitionen mounten und dann den Klonprozess dann starten. Ja, ist auch eine schöne, nette Sache, weil so kann man dann auch auf die Daten zugreifen, wenn das Windows-System gar nicht mehr startet, weil das geklonte Windows wird ja dann auch nicht booten unter Umständen, je nachdem, was da an der Festplatte kaputt ist. So kann ich dann eben hier auch in RescueZilla die ganze Sache mounten und dann zum Beispiel einfach dann auf meine Daten zugreifen und die dann entsprechend sichern. Und wenn ich die Daten gesichert habe, kann ich dann Windows neu installieren und dann die Daten später wieder einspielen. Also jetzt nicht nur fürs Klonen ist das hilfreich, sondern auch ja, allgemein für die Datenrettung. Er macht jetzt hier, das schauen wir uns jetzt nicht weiter an. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom EQB-Blog.